gearbeitet und mit ihrem Freund natürlich ein schönes Ambiente hier gemeinsam ihre Tierschließung zu halten. Wir sind ja immer sehr vorsichtig, weil vielfach werden doch die Tierschließungen hier so ein bisschen mehr festlicher aufgegangen. Da sind wir nicht in Konkurrenz mit der Kirche, aber ich hatte mal einen Pfarrer hier dabei und der hat ja gesagt, ja, aber man sollte doch so mehr ein bisschen. War die reine Urkundung, die im Vordergrund stand und dass die Eheleute nicht dann hinter alle Hosen nahten und jawohl sagten, das war alles. Und da hat sich das natürlich alles etwas geändert. Und das heute hier ihre Eheschließung. Sie sind beide bei uns auf dem Standesamt im Ehebücher. Und Sie haben ihre Ehe angenommen. Unterlagen hier zwei Fragen. Vormänner beiden. Die eine ist sich gerade der Tag der Anmeldung. An ihrem persönlichen Verständnis. Wissen Sie, was dahinter steht, wenn Sie doch aus voller Brust sagen, nein? Was können Sie dahinter sagen? Das ist daher auch ganz schön. Sehen Sie, das ist ein pragmatischer Lösungsansatz des Bräutigams. Ja, in der Tat. Weil der Gesetzgeber hat gesagt, zwischen dem Tag der Anmeldung bis zum tatsächlichen Gericht und der Schule vorher das machen. Wenn wir das nochmal einfach machen. Da hat unsere Standesamtsakademie gesagt, also sechs Monate, da kann viel, viel mehr lang gehen. Da fragt man sich, bevor die Frage mal nach, ob die Idee ist oder nicht. Und die Kollegin, die Frau Max-Fachverzeugung, haben sie sich stolz an der Wand gehabt. Der Effekt ist der gleiche, die Leute schmunzeln, aber es sind eben die großen Zeichen und die Geschäftsfähigkeit. Zweitens. Dann kommt man nach Hause dominieren, in diesem Mandat.
Bedingung und ohne zeitliche Erklärung. Ja. Wenn Sie soweit sind, dann sage ich dort, reden Sie einmal gemeinsam auf. Dann heißt das einfach. Dann heißt das ganz bestimmt. Vorgegeben, genehmigt.
können sich da vielleicht mal erinnern. Verantwortlichkeiten in der Ehe, Gründe, Kinder, alle diese schweren Wochen, das war immer jemand. So, Jungs, unsere Freunde, die wir hier zusammensitzen, haben Sie sich nur. Jetzt können wir